Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, willkommen zurück zu Splatoon Online. Heute kommen wir zu Splatoon-internen Themen. Wer hätte es gedacht? Splatoon-internen Themen. Boah, ist das ein Wort. Ich habe gerade intern gesagt. Wir sind doch hier nicht im Matheunterricht. Ah! Kinders! Ich habe euch ja gerade eben gesagt, heute werden wir so ein paar neue Ankündigungen verlauten lassen. Neue Splatoon-interne Themen. Was könnte das bloß sein? Ich möchte so ein bisschen über die Zukunft von Splatoon reden, aber nicht auf meinem Kanal, sondern eher die von Splatoon selber. Das heißt, und das bedeutet quasi, ich möchte euch zu Updates und sowas informieren. Das heißt, es wird bald Updates geben zu diesem Spiel und ich habe es euch ja schon im letzten Part gesagt, am 8. Juni kommt das neue Update raus, das sich nennt Artis Auswahl Volume 2 HD Crafter TV und nein, Artis Auswahl 2, ne? Wisst ihr Bescheid. So, das ist ein ziemlich knackiges Update, weil dort wieder ziemlich gut Sachen gemacht werden, gezeigt werden. Und da können sich alle Kinder drauf freuen. Sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Denn es gibt neue Waffen. Neue Waffen, neue Ausrüstung und all das gibt es bei diesem Update. Und ich werde euch heute die ganzen Patch Notes nennen und ich werde euch sagen, was darin so vorkommen wird. Erstmal natürlich, muss ich dazu ganz klar sagen, gibt es ein Bild, und es wurde ein Bild gepostet, auf dem quasi, ich sage es mal so, Artis Auswahl 2 in einer Art Bundle gezeigt wird. Das ist ein Bild und das zeigt quasi Artis Auswahl 2 in einem Bundle. Quasi in so einem riesigen Paket. Und da sieht man quasi alle Waffen drauf, die erscheinen werden. Das sind 8 Waffen insgesamt und das alles dabei. Das heißt quasi von einem Klecksroller bis hin zu einem Klecks-Konzentrator bis hin zu einem Disperser oder was weiß ich nicht alles. Das ist alles mit dabei. Ich werde euch gleich sofort sagen, was da alles dabei ist. Jetzt gerade beim Kämpfen bin ich so ein bisschen abgelenkt davon. Aber auf jeden Fall schreibt euch auf die Karte, es wird eine neue Endzap geben, es wird einen neuen Klecks-Roller geben, es wird einen neuen Disperser geben, einen Klecks-Konzentrator wird es geben, dann auf jeden Fall noch neue Airbrush, neuen Blaster und eine neue Splatling. Hört sich erstmal noch ziemlich viel an, ist es auch wahrscheinlich. Und darauf können wir uns freuen. Das sind die Waffen. Ich habe euch auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, dass die Korokoro auch was zu diesem Update beisteuern will. Und ich glaube, dass es genau dieser Klecksroller sein wird. Dieser Klecksroller, den ich euch gerade eben genannt habe, das wird wahrscheinlich dieser, ich sag jetzt mal, Korokoro-Klecksroller sein. Und naja, wunderbar. Und das wird wahrscheinlich dieser Klecksroller sein. Weil ich glaube nicht, dass Artis Auswahl 2 Klecksroller bekommt, sondern es wird einen Klecksroller geben. Und zwar der vom Korokoro-Update. Ne? Das ist halt schon ziemlich cool, dass, wie gesagt, die Korokoro da beisteuert ohne Ende. Ich meine, die steuern ja nicht nur Waffen bei, sondern auch noch Ausrüstung. Das habe ich euch auch alles schon mal in irgendwelchen Parts verklickert. Guckt den Part an, wenn ihr das wissen wollt, was da alles drinsteckt. Oder besser gesagt, was die Korokoro zum Update beisteuert. Das ist eine Kappe. Das ist, glaube ich, auch ein neues Shirt oder so. Und halt quasi der Klecksroller. Ne? So viel dazu. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so schnell mit fertig werde. Also nochmal zum Mitschreiben, damit wir es jetzt auch komplett kompakt haben. Es gibt neue Endzap, es gibt eine neue Airbrush, es gibt einen neuen Disperser, neuen Konzentrator, einen neuen Blaster, ein neues Plättling. Und ich denke, das wäre es auch. Und halt auch der Klecksroller, ne? Ich denke, ein Bild dazu habe ich entweder eingeblendet oder ihr werdet es euch über einen Link in der Videobeschreibung anschauen können. Wisst ihr Bescheid. So, das Ganze kommt halt wie gesagt am 8. Juni raus. Das heißt quasi knapp eine Woche müssen wir warten und dann gibt es die neuen Waffen. Kurz dazu nochmal. Alle Waffen werden natürlich gezeigt. Das heißt, ich werde einen Part einer Waffe widmen. Das bedeutet quasi, ja, wir werden an 8 Tagen 8 Waffen sehen und können uns darauf freuen. Und wenn wir Glück haben, können wir sogar diese Ausrüstungsteile, die es quasi in diesem Shop gibt, auch noch kaufen. Ich werde bis dahin versuchen, so viel wie möglich aus den Shops leer zu kaufen, was halt auch bedeutet, ich muss extrem Kohle farmen, damit ich mir doch diese ganze Ausrüstung kaufen kann, die es in diesen ganzen Shops gibt. Ja, das heißt, von der Kopfbedeckung bis halt zu der, bis zu den Shirts und zu den Schuhen muss ich mir quasi alles leer kaufen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ich denke, ich krieg das hin. Das kriegen wir hin. Bye. Das kriegen wir schon hin.
Denn ich möchte es euch ja, auch wirklich als Fact, als erster zeigen. So, ansonsten, was kommt noch raus? Also, das soll es erstmal so an Content gewesen sein, der für die ganze Welt rauskommt, also quasi global. Dann gibt es noch so Content, der quasi nur Japan-exklusiv ist. Das sind halt so Sachen wie, es gibt ein neues Bundle, das halt auch am 8. Juli oder am 7. Juli rauskommt. Also quasi auch genau an dem Tag, an dem es die neuen Amiibos gibt. Das heißt, die neuen Squid-Sister-Amiibos kommen da halt quasi raus. Damit wir es nicht vergessen, ist ja ganz wichtig. Und na, ich bin mir immer noch unsicher, ob man diese Squid-Sister-Amiibos im Laden kaufen kann. Das weiß ich nicht. Bestellt sie am besten bei Amazon. Dann habt ihr es ganz sicher. Ne? Ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass Saturn die irgendwie anbietet oder das Mediamarkt diese Amiibos anbietet. Aber Fakt ist, ich wollte nur den Tag ansprechen, an dem quasi diese Amiibos rauskommen. Und das Ding ist da, es wird auch in Japan neuen Content dazu zu Splatoon geben. Denn es wird neue Merchandise geben, es wird mehr von allem geben. Wunderschön. Was? Donald Trump spielt gerade hier Splatoon? Was willst? Ich bring dich um? Ohne Witz? Naja, das dazu. In Japan kommt halt auch eine Menge Sachen raus. Es kommt Merchandise raus. Es wird ein neues Splatoon-Bundle erscheinen mit einer Wii U dabei für 300 Euro oder so. In der man, fuck, glaube ich sogar die Squid-Sisters mit dabei hat. Das kann, glaube ich, sein. Ich guck mal kurz nach. Ich glaube. Ja. Es ist ein Bundle mit der Wii U. Also es ist quasi ein Wii U-Bundle mit der Premium-Version. Dazu gibt es noch parallel die neuen Squid Sisters, die halt normalerweise am 8. rauskommen oder am 7. Juli, irgendwie so. Das kann man sich hören, das kann man sich holen. Aber auch nur in Japan, das heißt, es ist alles Japan-exklusiv. Ob das mal nach Deutschland kommt, ist die Frage des Tages, das kann ich euch nicht beantworten. So viel dazu. So, was noch so ansteht, es gibt ein neues Splatoon-Live-Konzert. Und zwar in Makuhari, richtig krass, da werden die Squid Sisters mal wieder live ihre Musik spielen. Und die Tickets kosten 2700 Yen. Ha. Krass. Ist quasi so eine Art Konzert, welches es auch schon mal im Januar und im April gab. Ihr wisst, was ich meine, ne? Gut. Dann, wie gesagt, eine Menge Merchandise kommt raus, aber auch nur Japan-exklusiv. Das heißt, T-Shirts werden rauskommen, Armbänder, Taschen, Anstecker, Kappen. Und das könnt ihr euch, naja, entweder importieren lassen oder ihr wohnt sowieso schon in Japan, wovon ich jetzt nicht mal ausgehe. Aber okay, so, dann scheint es auch wohl so zu sein, dass auch ein Squid Sisters Album rauskommt, wie ich gehört habe. Das ist interessant rauszufinden, was da dran ist. Es gibt nämlich, ich würde jetzt nicht sagen Gerücht oder so, weil es gab auch so eine extra Ankündigung von einem Unternehmen, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ich guck mal nochmal nach. Müsst euch vorstellen, es gibt halt so eine Ladenkette, die heißt Tower Records und da gibt es ein Splatoon-Ereignis für den 24. Juni und da kann man sich quasi ein kurzes Album anhören. Aha, ob man das kaufen kann, das steht natürlich, weiß ich nicht. Das ist die Frage des Tages, die es zu beantworten gilt, das weiß ich nicht, das kann ich euch nicht beantworten. Aber ich glaube, wenn man sich das da anhören kann, bin ich mir nicht sicher, ob man das auch kaufen kann. Würde aber auch Sinn machen, wenn man es kaufen kann, weil ganz ehrlich, wenn man aus Scheiße Geld machen kann, warum nicht auch damit? So. Ich glaube aber, das wäre es auch schon mal so weit an Splatoon, Update-Themen und so weiter und so fort. Ja, wir sehen, Japan hat natürlich mal wieder die übelsten Vorränge. Bekommt ihr Merchandise, bekommt dies und das und so weiter. Während wir hier in Deutschland uns denken, was willst? Warum kommt das nicht auch hier raus? Hm? Aber China ist scheiß drauf. So viel dazu auf jeden Fall. Wow. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch diese Patch Notes zum neuen Update gefallen? Quasi hier Artis Auswahl und wie euch quasi auch die Wunderbeeren Japan-Themen gefallen, die ich euch gerade eben aufgezählt habe. Das heißt, diese ganzen Updates,
Oder quasi diese ganzen. Das ist das Bundle, das erscheint. Der Merchandise, der erscheinen wird. Das Konzert in Japan. Fühlt ihr euch benachteiligt? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich habe ja schon mal im Januar gesagt, von wegen, ey, dieses Konzert kommt nur in Japan raus. Aber nicht in Deutschland. Da heulen viele Kinder rum. Aber ich würde auch sagen, in Japan sind die auch sowieso alle abgedrehter und spezieller. Deswegen ist das auch irgendwie schon so okay. Ne? Ja, aber haut mal raus. Es ist wirklich interessant rauszufinden, was ihr dazu zu sagen habt. Zu diesem Update, was wirklich rauskommen wird. Auch das Merchandise betreffend. Und da ich mich hier nur im Kreis drehe, werde ich die ganzen Themen auch mal so langsam sein lassen. Wie gesagt, könnt ihr raushauen. Würde mich interessieren. Ich hoffe ja echt, dass ich nicht vergessen habe, das Bild einzublenden. Aber Kai, wenn du jetzt gerade hier noch das beim Schneiden hörst, bitte füg dieses verdammte Waffenbundle ein, das du gerade noch gesehen hast. Vor deinen Augen. Und da mir jetzt auch nicht mehr viel Spezifisches einfällt, was ich sagen könnte zu diesem Update, ist das hier auch der letzte Kampf. Und dann soll es auch gewesen sein. Warum heißt der Typ da Mario Maker? Warum heißt er Mario Maker? Falsches Spiel, mein Freund. Oh Mann, genauso wie Donald Trump. Was macht er hier? Ich weiß, es ist nicht der echte. Wobei, ist der official? Würde dort ein O stehen für official, dann würde ich es ihm ja glauben. Aber ich glaube nicht, dass er official ist. Ich glaube, er ist fake. Aber gut. Wenn es übrigens im letzten Part so rüberkam, wegen, ey, ich werde hier nur gefokust und sowas, dann habt ihr das zwar soweit richtig verstanden, aber es war jetzt nicht irgendwie so wegen böse gemeint oder sowas. Klar, fuck das ab, wenn man hier nur gefokust wird, aber nicht, dass da irgendwie so ein falsches Bild aufkommt, von wegen, ey, Kai hat gar keinen Bock mehr, mit irgendwelchen Leuten zu spielen. Ganz ehrlich, Mann, ich würde mich viel wohler fühlen, ganz ehrlich, ich würde mich viel wohler fühlen, würde ich gegen Bots kämpfen, nicht gegen Leute aus der ganzen Welt. Boah, wie krass ich mich dann da fühlen würde, ganz ehrlich. Wenn man quasi so in 4 gegen 4 Teams spielen würde und das Ganze dann gegen Koms. Das wäre entspannt. Im Gegensatz zu jetzt gerade hier. Natürlich. Nee. Und falls ich im letzten Part auch was Falsches gesagt habe oder falls ich irgendwas falsch rübergebracht habe, also 300 Parts wird es auf jeden Fall geben, aber geht mal nicht davon aus, dass es irgendwie bald dazu kommen wird, dass es 400 Parts gibt. Geht da bitte nicht von aus. Ne? Ich denke, 300 Parts kriegen wir definitiv noch voll, allein schon wegen den 8 Parts der Waffenpräsentation, aber 400 Parts, nein. Nein. Ne? Irgendwann ist auch gut, irgendwann muss man auch mit dem Spiel abschließen und ganz ehrlich, der Punkt muss auch irgendwann kommen. Genauso wie ich mal für Mario Maker gesagt habe, ey, es reicht. Und genauso wie ich auch irgendwann mal für die Minecraft Wii U Version sagen werde, ey, es reicht. Ne? Das gleiche Prinzip. Man muss auch irgendwann mit Let's Plays abschließen. Irgendwann muss man auch wirklich den Abschied nehmen. Und das Ganze soll auch nicht irgendwie so sein, dass ich das Ganze auch nie wieder spielen werde oder sowas, ne? Vielleicht bekomme ich dann nochmal wieder irgendwann Bock auf eine zweite Staffel. Das ist ja hier immer noch so die erste Staffel von Splatoon. Und vielleicht hat man irgendwann so nach 2 Jahren oder so, wenn man irgendwie, keine Ahnung, auf der, weiß ich nicht, NX-Spiele zockt und sich denkt, ah, oh, war das damals eine krasse Zeit mit der, mit Splatoon und der Wii U und so. Hab nochmal Bock, das auszupacken. Vielleicht, ne? Kommt man dann wieder auf den Genuss, es sei denn, die ganzen Server werden wieder frühzeitig abgeschaltet oder so. Ich denke, die Server für die Wii U sollten eigentlich noch ziemlich lange laufen. So bis 2018, 2020 definitiv noch. Ja. Aber okay, Kinders, dann ist der Part heute ein bisschen kürzer. Ich werde jetzt erstmal hier soweit Feierabend machen. Das soll es für diesen Part gewesen sein, meine lieben Scheiße.
auch genannt Kinderchens und Freunde. Nein, Kinders. Das wird es für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.